Man nimmt zum Beispiel jetzt eine Flasche oder ein Glas und da ist zum Beispiel Olivenöl drin. Oder zum Beispiel Schwarzkümmelöl. Ja? Und dann nimmt man das und dann tut man die so an den Mund, ja, an die Lippen. So. Und dann liest man einfach da rein. Sagst du zum Beispiel so: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay? Also du liest da rein. Du liest quasi mit deinem Mund, so kann man ja, glaube ich, deutlich sehen, oder? So genau am Rand, dass dein Atem quasi in die Flasche geht. Ja, dein Atem an die Flasche geht. Jetzt habe ich hier so ölige Lippen. Auf jeden Fall. Und das Gleiche auch, das kann man zum Beispiel machen mit Ölen. Und mit diesen Ölen kann man sich danach quasi seinen Körper einreiben. Ja? Weil das hat Baraka. Der Prophet Mohammed hat zum Beispiel über Olivenöl gesagt: Trinkt es und reibt euch damit ein, denn in dieser Pflanze denn in dieser Sache ist Baraka, ist Segen. Ja? Ist Segen. Und das wird dann noch stärker, wenn du Koran reinliest. Und es ist nützlich und es ist eine Heilung, inshallah. Vorbeugung, sei es Heilung. Also als Medizin quasi, wenn du schon getroffen wirst. Ja, Barakallahu fikum. Dann liest du zum Beispiel rein. Du tust deine Zunge so, deinen Mund quasi, ja, so. Sieht man das gut? Und dann liest du rein. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wenn du fertig bist, kannst du dann so machen, zum Beispiel. Ja, also ganz leicht reinpusten mit so, ich sag mal, trockenem Spucken. Ja? Ja, dreimal zum Beispiel. Du kannst es nach jedem Vers machen, du kannst es nach jeder Sura machen. Da gibt es keine Sachen, die authentisch überliefert wurden im Koran und Sunna. Du musst so machen oder so machen, ganz genau. Es ist auch die Praxis eines Raqis, derjenige, der das macht, wenn er viel, ja, das ist seine, wie bei einem Arzt auch zum Beispiel oder bei einem Heilpraktiker, seine Erfahrung, ja, wie oft Leute es genützt hat und so weiter. Ja, du machst entweder nach jedem Vers oder nach jeder Sura, die du gelesen hast, spuckst du einmal rein oder dreimal rein. Ja, es reicht zum Beispiel, manche sagen auch, es reicht, dass dein Atem da reingeht. Du liebst, Alhamdulillah Rabbil Alamin, da geht ja dein Atem rein quasi, die Luft, die du ausatmest. Oder dass du reinspuckst, ja, leicht reinspuckst, ja. Weil manchmal macht man das ja nicht für sich, sondern für andere. Also nicht jetzt komplett reinspucken, aber so trockenes Spucken. Und dann reibst du dich mit diesem Öl ein, ja, reibst dich damit ein, deine Haare, dein Körper. Wenn dir der Geruch zu stark ist oder du dich davor ekelst oder sonst irgendwas, kannst du auch ein bisschen Zitrone oder Zitrone-Parfüm reinmachen. Barakallahu fikum, ja? Und dann sich damit einreiben. Und das ist nützlich. Da kannst du dich zum Beispiel morgens und abends einreiben damit, bevor du schlafen gehst, zum Beispiel, wenn du auch immer schlechte Träume hast und so weiter und so fort. Und sowas ist nützlich zur Vorbeugung oder zur Behandlung. Eine andere Sache, liebe Geschwister, die man machen kann: Wasser. Ja, Wasser trinken als Vorbeugung und besonders als Medizin, wenn man getroffen ist. Machst du einfach das Gleiche. Du nimmst eine große Flasche. Wasser zum Beispiel kann auch ein Kanister sein mit 5 Liter. Und dann liest du da rein. Genau das Gleiche. Du liest zum Beispiel rein. Ich sage euch zum Beispiel, was man reinlesen kann, sage ich euch gleich. Ja, dann machst du das Gleiche. Hältst es vor deinem Mund und dann liest du wieder da rein. Also deine Lippen so dran. So. Und dann liest du rein. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din. Du kannst zwischendurch oder am Ende immer reinpusten. Okay, reinpusten oder reinspucken quasi. Und die ganzen Suren. Und dann von diesem Wasser kannst du zweierlei machen. Du kannst einmal davon immer trinken. Ja? Du kannst es auch vermischen, verdünnen quasi. Du kannst jetzt in eine Flasche reinlesen, weil das einfach ist. Und dann hast du einen großen 5-Liter-Kanister, was man hier und dort kaufen kann. Und dann kannst du das damit mischen zum Beispiel. Und dann kannst du davon trinken, jeden Morgen, mittags, abends. Ja, viel davon trinken. Eine andere Sache, machen, die man nach dem Angang hat, du kannst nämlich damit waschen. Ja, dann sagst du mir, vielleicht ist es wenig, aber du kannst das Wasser in den Wasserkocher kochen, ein Eimer Wasser voll machen und dann das gekochte Wasser da rein tun, damit es vielleicht nicht zu kalt ist für dich und dich damit baden, deinen Körper damit baden. Mit dem Öl einreiben, mit dem Wasser das Wasser trinken, das Wasser. Ja, damit waschen. Eine andere Sache noch, du kannst auch Simsimwasser nehmen, was dann vielleicht die Sache nochmal stärker macht. Ja, Honig ist auch eine gute Sache. Ja, Honig und Sidr und so. Es gibt ja viele verschiedene Sachen, die man benutzen kann, die bekannt sind in diesem Zusammenhang. Diese ganzen Sachen, liebe Geschwister, sind Heilung.
Warum? Weil da ist ja dann das Koran, der Koran ist dann da drin und das trinkt man. Und das ist Heilung. Ja? Das heißt nicht unbedingt, dass du danach sofort beim ersten Tag geheilt wirst. Das gibt auch, du kannst dir so ein Programm machen, dass du das zum Beispiel 3 Wochen lang durchziehst. Weil manche Leute haben diesen bösen Auge, diesen bösen Blick oder diese Magie schon länger und tragen das schon länger mit sich und dann ist es härter. Ja, dann ist es härter und dann ist es nicht nach einer Lesung, nach einem Mal Ruqya fertig und weg. Nein, dann musst du das vielleicht wochenlang machen. Ja, und was liest man da rein zum Beispiel? Ich gebe euch nur ein paar Tipps. Es gibt nur ein paar Tipps, was ich sagen kann, aber es gibt vieles, was man reinlesen kann. Ja, ich sage euch erstmal die einfache Version. Die einfachste Version, Suratul Fatiha, ist authentisch überliefert mit dem Hadith, den ich vorhin erwähnt habe. 100% ist sie eine Schafia, ja, eine heilende Sura. Das heißt, Suratul Fatiha auf jeden Fall reinlesen. Wie oft liest sie rein? Lies sie 7 Mal rein. Muss nicht sein 7 Mal. Du kannst sie auch einmal reinlesen oder 3 Mal. Aber am besten ist eine Zahl, die oft so die Leute, die Ruqya machen oder Schuyukh, ist eine gute Zahl, weil es auch diese Zahl überliefert wird bei einigen Hadithen, bei Bittgebeten, die man macht, dass man sie 7 Mal wiederholt. Aber es gibt auch 3-mal Wiederholungen. Deswegen liest sie einfach rein, 3-mal oder 7-mal. Immer wieder lesen. Ja, also wiederholen, wiederholen, wiederholen. 7-mal. Und danach, was kann man noch einlesen, was sehr nützlich ist? Ich sage euch erstmal die einfache Version, was jeder machen kann, schnell machen kann. 7-mal Suratul Fatiha. Als Beispiel, nicht als Muss. Dann 7-mal Ayatul Kursi. Ja, Ayatul Kursi, ich glaube Vers 256 von der zweiten Sura. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Und am Ende machst du, okay? Dann die letzten 2 Verse von Suratul Baqarah, zweite Sura. Amana Rasulu bima unzila ilayhi. Ich weiß nicht, warum ich diesen Vers, den lese ich, den hat mir mein Vater beigebracht, als ich ein kleiner Junge, 5, 6, 7 Jahre alt war, kann ich auswendig. Und ich lese es jede Nacht. Und wenn ich es jetzt sagen will, komme ich einfach nicht dazu, oder? Ist egal. Auf jeden Fall die 2 letzten Verse von Surat al-Baqarah. 7-mal reinlesen. Dann einfach die letzten 3 Suren des Koran. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Das liest du dann da rein. Okay? Khalas, das war's. Ganz easy. Ja? Ganz easy. Das ist die einfache Version. Ganz einfache Version. Das kannst du reinlesen quasi in 10 Minuten. Echt, höchstens 10 Minuten. Ja? 10 Minuten. Wenn du es hier reinliest und hier reinliest, ins Wasser reinliest, hast du das gemacht, dann kannst du von dem Wasser trinken. Jeden Tag mehrmals trinken, morgens, mittags, abends. Von dem Wasser kannst du dich baden. Ja? Das Öl kannst du dich einreiben, entweder nur nachts, bevor du schlafen gehst, oder einmal morgens, einmal abends. Kannst auch dann später wieder duschen gehen, musst nicht so schlafen gehen, weil dein Partner mag das vielleicht nicht riechen oder sonst irgendwas, alles in Ordnung. Und dann kannst du auch in deine Hände reinlesen und deinen Körper einreiben. So, wenn man das macht, liebe Geschwister, dann ist das eine Behandlung, die man macht. Ja, und das ist ein Grund dafür, dass man gesund werden kann. Wird man damit gesund 100%? Das weiß nur Allah. Das ist ein Mittel zum Zweck und ein sehr, sehr starker Mittel. Ein sehr, sehr starkes Mittel. Ja? Aber 100% nur einmal weiß, das ist so wie Medizin. Ja? Aber es ist einer der allerstärksten Mittel, die man benutzen kann, um gesund zu werden. Ja? Und es ist auf jeden Fall ein Schutz und eine Genesung und eine Medizin für diese und alle möglichen Krankheiten, die man hat. Ja? Und es gibt ja eine Hadithe vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass jemand, der diese Sachen liest, dass er geschützt ist in der ganzen Nacht bis zum Morgen. Und einer, der es morgens liest, er geschützt ist bis zum Abend. Und das gibt es für viele Sachen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der sagt, A'udhu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq, dreimal morgens, dreimal abends, er ist geschützt, ja, bis er aufwacht. Derjenige, der Ayatul Kursi liest, er ist geschützt, bis er morgens aufwacht von jedem Übel. Und so weiter und so fort. Deswegen, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man machen kann. Diesbezüglich. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen zu dem Thema. Genau, das war jetzt die einfache Version.
Wenn man jetzt wirklich, vielleicht ist der eine oder andere, Barakulafikum, der eine oder andere stark betroffen hat, sehr, sehr starke Symptome, leidet viel, etc., der muss vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Was er zum Beispiel machen kann, er kann zum Beispiel diese Sachen, die ich genannt habe, reinlesen, aber wenn er vielleicht noch, ja, noch stärkere, größere Wirkung haben will, dann soll er zum Beispiel die komplette Surat al-Baqarah reinlesen. Ja? Wenn er vielleicht nicht so viel Kraft hat, Surat al-Baqarah sind fast 2,5 Juz, sind 48 Seiten des Korans. Ja? Sehr, sehr lang. Also das liest du, dafür brauchst du locker 2 Stunden, um das zu lesen. Oder 3 Stunden. Ja? Aber du musst es nicht in einem komplett sagen, du kannst ja die Hälfte jetzt lesen oder ein Viertel, ein Drittel jetzt reinlesen, machst du zu und dann, und es geht auch nicht raus oder so, nicht, dass man Angst hat, dass sie jetzt zumachen, ist jetzt nicht so wichtig. Aber lies es rein, entweder komplett oder ein Teil davon jetzt, ein Teil davon morgen, bis du Surat al-Baqarah komplett reingelesen hast. Okay? Surat al-Baqarah reinlesen. Einmal würde ich sagen, reicht, aber wenn du mehr kannst, lies mehr. Ja? Und am besten in deinem Haus, weil sowieso das lässt den Shaitan raus aus deinem Haus gehen. Ja? Lies zum Beispiel den Vers, den letzten Vers von Surat An-Nur rein. Und lies den Vers rein von Surat Yusuf. Ja? Von Surat Yusuf, wie ist nochmal der Vers von Surat Yusuf? mir fällt der jetzt gerade selber nicht ein. Von Surat Yusuf, der Vers, welcher Vers war das nochmal eigentlich? Ich weiß gerade nicht. Wenn er mir einfällt, schreibe ich ihn inshallah rein, ja? Von Surat Yusuf gibt es einen Vers, den man auch rezitieren kann, bezüglich dieses Thema, ja? Mit böser Blick und Magie. Was noch? Genau, dann die letzten 3 Verse vom Koran. Wenn man sagt, okay, aber Surat al-Baqarah ist zu krass, ja, ist zu viel, schaffe ich nicht, kann ich nicht, dann wenigstens die erste Seite von Surat al-Baqarah, die erste Seite, dann den Vers, den ich vorhin rezitiert habe, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Diesen Vers und dann Ayatul Kursi und dann die letzten 2 Ayats. Das heißt ein paar Teile von Surat al-Baqarah. Okay? Und dann die letzten 3 Suren vom Koran, die immer. Die sind sehr, sehr großer Schutz, auch 7-mal. Okay? Einfach reinlesen in Wasser. Wenn du hast Simsim-Wasser, gut. Wenn du nicht hast, einfach normales Wasser, kann Leitungswasser sein. Reinlesen in Olivenöl oder Schwarzkümmelöl oder andere Öle oder diese Öle miteinander mischen. Du kannst auch verschiedene Kräuter reinmachen, die zum Beispiel stark sind. Und dann damit inshallah einreiben. So, das sind zum Beispiel, liebe Geschwister, ganz einfache Methoden. Bevor du einen Araqi fragst, weil Araqi fragen, er kann dir helfen, also er kann dir inshallah helfen, als Mittel zum Zweck, nicht er kann dir helfen, Allah wird dich heilen, aber als Mittel zum Zweck, er kann dir vielleicht inshallah in dem Sinn helfen, aber vielleicht entgehst du dieser Option, dieser Möglichkeit, dass du ins Paradies direkt reingehst, ohne befragt zu werden. Das ist eine sehr hohe Stufe von Iman und eine Begnadigung von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen nimm das nicht einfach so, ach komm, ist egal, ist mir zu viel oder zu schwer oder ich kann das nicht. Doch, du kannst das. Und glaub mir, wenn du diese Sachen, wenn du sagst, ich kann aber keinen Koran lesen, ich kann keinen Koran Arabisch lesen, ich kann nur Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha ist Schafia. Ja? Surat al-Fatiha, wie wir gelernt haben vom Hadith, ist Schafia. Sie ist eine Heilende. Ja? Ist eine Heilende. Deswegen, wenn du nicht kannst, außer Surat al-Fatiha, dann lies Surat al-Fatiha. Und die 3 letzten Suren des Koran kann auch jeder fast eigentlich. Und Ayatul Kursi kann auch jeder, dann reicht das. Dann lies nur das. Lieber das und dich heilen lassen damit, als dass du zu einem Raqi gehst und du verlierst etwas Gewaltiges, eine gewaltige Chance, direkt ins Paradies zu kommen. Ja? Und deswegen, inshallah, dass man das macht unbedingt. So, und dann praktizier das einfach. Wenn du jetzt nicht unbedingt starke Symptome hast und keine großen Probleme hast, dann mach es einfach auf die leichte Art und Weise. Mach Adhkar, dein Adhkar, morgens und abends die Bittgebete, die dir uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Ja, die Vorbeugung. Und dann ist inshallah, und dann bist du inshallah geschützt. Ja, und dann brauchst du gar nicht so viel zu machen. Wenn du stark betroffen wirst und brauchst, und du kannst nicht so viel Koran, du kannst vielleicht nur Surat al-Fatiha, mach es nur mit Surat al-Fatiha. Wenn du wirklich so stark leidest, und du kannst nicht anders und du gehst zu einem Rachi, dann nimm dir einen Rachi. Ja?